Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir beginnen heute mit einem unangenehmen Thema: sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung und dergleichen. Ja, warum ausgerechnet wir über diesen Herrn hier sprechen? Ich glaube, mich erinnern zu können, vor ja, 1, 2, 3 Jahren, ich weiß nicht genau, ein Video gesehen zu haben, wo er gemütlich an einem Kamin steht und mit seinem Feuerhaken in den Holzscheiten rumstochert und ganz unverhohlen Drohungen ausspricht gegen vermeintliche Opfer und sie dazu auffordern möchte, doch bitte den Mund zu halten. Also wie gesagt, ich glaube mich zu erinnern, aber ich bin relativ sicher, und bei den Drohungen hat er den Feuerhaken unmissverständlich bedrohlich hin und her geschwenkt. Deswegen fiel mir dieser Herr auf und deswegen kann ich mich an diesen Herrn ganz besonders erinnern. Er machte einen sehr unangenehmen, ja mit Verlaub widerlichen Eindruck. Die Vorwürfe kommen diesmal aus einer ganz anderen Richtung oder richten sich gegen eine andere Richtung, als wir das gewohnt sind. Ansonsten ist ja der böse alte weiße deutsche Mann der Vergewaltiger und der ganz böse. Da vergisst man dann mal, dass in Afrika ist wahrscheinlich der alte schwarze Mann und in China der alte gelbe Mann. Ja, und in Amerika der alte rote Mann, der Verantwortliche ist. Nun gut, hier ist es eine deutsche Firma, die nicht nur Sklavenarbeit betreibt, sondern auch Vergewaltigung und Schläge. Dann erfahren wir, dass viele Menschen gegen den Vorschlag von unserem Bundespräsidenten, dem dicken Frank-Walter Steinmeier, der ist der Herr mit dem fetten, runden Gesicht und dem kleinen Mund mittendrin, der Vorschlag zu einem sozialen Jahr, das stößt natürlich auf Kritik. Ja, das kann man verstehen, viele mögen ja gar nicht arbeiten. Aber viel wichtiger als die Frage, ob diese Regelung überhaupt kommt, wird die Frage sein, wo die Ausnahmen liegen. Da erinnere ich nur mal daran, dass zum Beispiel beim Wehrdienst es folgende Ausnahme gibt, das wissen die meisten nicht, aber ich möchte es euch sagen. Mit 17 wird ein Mensch in der Bundesrepublik erfasst und nur wer erfasst wird, der kann auch zum Wehrdienst vorgeschlagen werden oder einberufen werden. Darum schicken wohl viele reiche Leute oder einflussreiche Leute, die wichtigen Leute, ihre Sprösslinge zu einem sozialen Jahr ins Ausland. Wer mit 17 nicht hier ist, muss auch nicht Soldat spielen. Also, es wird wichtig sein, dass wir auch in diesem Fall ganz genau auf das Kleingedruckte schauen. Ja, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, der vor einiger Zeit mal gesagt hat, er kenne die Spritpreise nicht, weil er noch nie selbst getankt hat, der weiß jetzt, dass diese Tankrabattgeschichte durchaus teilweise eine Wirkung erzielt. Herr Scholz, Sie sind so weit von der Realität entfernt, dass es wehtut. Schon aus diesem Grunde nehmen Sie Ihren Hut. Sie sind unfähig, Sie sind ungeeignet, Sie sind nicht der richtige Mann. Das trifft natürlich auch für unser letztes Thema zu. Ja, die Inflationsrate ist so hoch wie nie in den letzten 50 Jahren. Dabei muss man dann noch sagen, dass man auch hier wieder wie auf das sogenannte Kleingedruckte gucken muss. Die Grundnahrungsmittel, die sind nämlich extrem gestiegen, viel mehr als 7,9%. Ja, und die Grundstückspreise vielleicht weniger oder die Stromkosten sind viel höher gestiegen als, sagen wir mal, die Goldpreise. Und darum kommt eine Inflationsrate von 7,9% zustande. Das heißt, die kleinen Leute, die haben mit Sicherheit das 2- oder 3-fache und wenn nicht sogar höher. Also alles insgesamt eine arrogante, ekelhafte Entwicklung. Unsere Ampelregierung hat versagt. Leute, in diesem Sinne, bleibt trotzdem ruhig und gelassen. Lasst euch keine Angst machen. Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Aber, und das gilt immer stärker und zeigt sich immer öfter, wir müssen hinausgehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit mit unseren Leuten, Freunden und Verwandten sprechen. Wir müssen unsere Meinung sagen und wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bitte denkt daran, einen Daumen nach oben, vielleicht einen netten Kommentar oder auch einen negativen, wenn es dann so ist. Und dann kann man den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und ciao.